Guten Abend, die Herrschaften, und willkommen zurück, oder auch nicht zurück, zu Black and White 2, je nachdem, ob ihr das andere Let's Play, was wir auf Böse durchgespielt haben, geguckt habt oder nicht. Jedenfalls wird dieses Let's Play etwas anders, beziehungsweise dieser Durchgang, denn wir beginnen A nicht einfach mit einem neuen Spiel, sondern laden sofort die Kreaturenauswahl, die wir hier so schön gespeichert haben. In der Hoffnung, dass es auch die richtige Kreaturenauswahl ist. Denn dadurch brauchen wir uns den Anfang nicht nochmal anschauen. Wer den Anfang sehen möchte, guckt sich einfach den ersten Part des anderen Let's Plays an. Juti, da wir auf gut durchspielen, hätte man jetzt an sich zwei treffende Möglichkeiten. Einerseits kann man den Affen auswählen. Unser Meister liebäugelt mit der Kuh. Und es könnte die richtige Wahl sein. Also, den Affen, ne? Den Affen. Deswegen habe ich auch Affen. Ich glaube, wir kriegen den Affen. Ja, bestimmt. Genau. Nicht, redet mir am besten nicht dazwischen. So. Damit das mal etwas kürzer dauert. Und dann ich hier die ganze Zeit verwirrt werde. Jedenfalls, wenn man den Affen nimmt, dann ist er zwar relativ schnell und passt sich auch sehr gut der Gesinnung an. Das heißt, man kriegt ein sehr weißes Fell. Oder man nimmt die Kuh, die sich entsprechend um die Dorfbewohner kümmert, gut auch mal frisst und auch gut mithilft in der Stadt, aber sie kann so ziemlich gar nicht kämpfen, was uns im letzten Land dann doch etwas stören könnte. Ne? Und ich nehme einfach, ich habe einige Zeit mit der Kuh gespielt und auch so im Spiel ist einfach blöd, weil die ist einfach sau langsam. Ich weiß nicht, wie sie auf böse ist, aber so oder so ist die einfach total lahmarschig. In allen Kategorien. Wenn sie den eigenen Willen in sich gesetzt hat, dann macht die das auch. Die hilft auch gerne mal freiwillig. Aber sie ist langsam dabei. Sie ist schrecklich langsam. Und genau deswegen nehme ich den Affen. Sicher, oh, tolle Wahl, Boss. Denn auch das, auch außerdem dauert das Tutorial dann nicht so 150 Jahre. Yay. Okay, Boss. Du hast lang geschlafen. Sollen wir dir nochmal erklären, wie sich ein Gott bewegt? Klickt mit der Aktionstaste auf diese Rolle. Dann erfahrt ihr, wie ihr euch bewegen und umsehen könnt. Möchte es überspringen. Mit einem Klick auf diese Rolle kannst du Tutorials überspringen. Allerdings verliert ihr dann den jeweiligen Tribut. Nö. Vor allem, kannst du Tutorials überspringen? Würde eigentlich heißen, dass wir jetzt überhaupt nicht bekommen. Stimmt aber nicht. Wir verlieren, kriegen nämlich überhaupt kein Tribut und es ist nur für das eine Tutorial. Diese goldenen Rollen führen euch durch die Geschichte. Ja, ich weiß. Silberne Schriftrollen enthalten Aufgaben. Ja, ich weiß. Bronzene Schriftrollen sind äußerst lehrreiche Tutorials. Ja, ich weiß. Aber müssen wir das machen? Müssen wir das machen? Müssen wir das machen? Ich glaube, wir müssen das machen. Hier Nudeln. Oder? Wenn wir, glaube ich, alles gut erfüllen, dann passiert auch nichts. Ich überlege jetzt nämlich gerade, wenn wir es nicht erfüllen, dann werden wir böse. Beziehungsweise, wenn wir die Leute da entfernen, wenn wir den Leuten etwas welches wehtun. Welches Abenteuer diese silberne Schriftrolle wohl birgt? Wer weiß, wer weiß. Die Frage ist aber, ob wir es noch rausfinden würden in diesem Durchgang hier. Ich denke nicht. Nein, wir werden das überspringen. Ich glaube, ich habe das nämlich am Anfang des anderen wollt gemacht. Ihr das Land wirklich verlassen? Klicke nochmal, um zu bestätigen. Habe ich mir einen Spaß erlaubt, in die Leute rumgeworfen. Dadurch sind wir dann ein bisschen böse geworden. Jetzt mache ich es nicht. Jetzt dürfte eigentlich nichts verändern. Ha, damit haben sie nicht gerechnet. Das hat gesessen. Und genau das wollte ich vermeiden. Nun, da ihr eure Macht kennt,
sollten wir die griechische Hauptstadt besuchen. Möglich. Ja, dort haben wir eine Menge Fans. Oh ja, das haben wir. Bitte erhöre uns. Hört mir. Hört ihr das? Wir das beten. Sind Gebete. No shit, Sherlock. Erhöre etwas Schreckliches scheint passiert zu sein. Oh, Allmächtiger. Erhöre uns in der Stunde der Not. Nö. Unsere Armeen sind besiegt. Ach, doch, ich bin ja gut. Die wenigen Überlebenden verstecken sich hier vor den Azteken. Eine. Und nun stehen sie vor der Stadt. Ich flehe dich an. Hilf uns. Korrigiere. Eine Überlebende? Korrigiere. Sie sind in der Stadt. Oh nein! Eine riesige Armee der Azteken. Eine Invasion. Unsere Stadt wird belagert. Die Azteken haben unsere Truppen fast vollständig vernichtet. Wir werden alle sterben. Tut mir leid. Ich kenne den Text bloß so schon aus, wenn ich weiß. Ist nun mal immer dasselbe. Und ich habe das schon zweimal bis 3000 Mal durchgespielt. Ich liebe dieses Spiel. Bist du jetzt tot? Sorry. War keine Absicht. Wir werden uns das hier schnell hinter uns. Rums. Setzt sie in dem Portal ab. Das sind mal Töpfe. Der Dorfbewohner ist in Sicherheit. Sehr gut. So rumfliegen. Easter Egg. Boom. Was ist hier los? Was ist das? Ein Gral. Ein lautes Ritual. Ein sehr lautes. Ich muss den Sound runterstellen. Wie? Keine Ahnung. Aber wir müssen so viele Menschen wie möglich retten. Alle. Mindestens. Auch wenn die Hälfte jetzt wahrscheinlich schon gestorben ist, oder? Was treiben diese verrückten Azteken da? Das ist nicht nett. Auf die halbnackten Frauen drauf. Zieh den Zahn weg. Dann überrollen die Fässer diese dämlichen Azteken. Meister, wir könnten diese Heuballen in Brand setzen. Dann rollen wir sie hinunter zu diesen Unholden. Schnappt ihr den brennenden Ast und zündet die Heuballen damit an. Wo kommen die Leute überhaupt alle her? Es gibt überhaupt keine Schiffe. Es sind Frauen, die da sterben. Eigentlich dürfen die nicht so männlich rumschreien. Oh nein, noch ein Vulkan. Wir können niemanden mehr retten. Das sehe ich anders. Aber ich habe ja keine Macht als Gott. Nur Engelchen und Häufchen dürfen mir helfen. Ist ja klar. Mehr können wir nicht tun, Herr. Wir haben viele Gefolgsleute und sind den Azteken entkommen. Jetzt müssen wir aufrüsten und diesen dämlichen Azteken in den Hintern treten. Aber zuerst unterwerfen wir die Wikinger. Oder wir befreien sie, damit sie sich uns anschließen. Ich denke, das hat noch Zeit. Auf zu den Wikingern! Hooray! Jetzt noch mal ein paar Worte nebenbei. Die Folgen hier werde ich, denke ich mal, auf 25 bis 30 Minuten schneiden. Denn da wir hier deutlich mehr bauen werden und weniger Action ist, werden wir auch länger brauchen. Natürlich kommen jetzt Bildparts, aber davor müssen wir eben die Hauptstadt erobern. Diese Menschen haben wir gerettet. Sie gehen durch das Portal. Wunderbar. Okay, die paar haben es geschafft. Und wie viele sind auf der Strecke geblieben? 10. Tja, na egal, wo waren wir? Das sieht nach einer alten griechischen Siedlung aus. Hier können wir uns niederlassen. Es sieht so friedlich aus. Keine Azteken zu sehen. Der perfekte Platz für einen Neubeginn. Ja, da weiß ich mir nicht so sicher. Ein Stadtzentrum, ein Lagerhaus
und ein Feld. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Außerhalb dieses Rings habt ihr keine Macht. Je mehr Gebäude und Menschen es in deiner Stadt gibt, desto größer ist dein Einfluss. Scheiß Motorrad. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr euer Volk ernähren könnt, Herr, klickt auf die goldene Rolle über dem Feld. Ja, das mache ich doch glatt gerne. Wir könnten natürlich jetzt in diesem Moment auch das Land schon überspringen. Aber das mag ich nicht. Denn du verziehst dich gleich nach oben, ich weiß es. Oder bist du schon? Du bist schon da oben. Ist da jemand? Ja, hier, ich. Wie viele Leute haben wir? Gar keine. Gut. Hoch. So. Werden wir das? Befüllen wir das gleich mal alles. Die ganzen Tutorials habe ich ja hoffentlich in dem anderen Spielstand gezeigt, in dem anderen Durchlauf. So dass wir nun eigentlich nichts mehr bräuchten. So dass ich dann eben auf schnellstmögliche Art und Weise durch die Tutorials durchkomme. Ausgezeichnet. Schwerpunkt soll ja immer noch bauen sein. Genug Nahrung. Wenn unsere Leute nicht arbeiten, wird das mit dem Neuanfang nichts, Boss. Ihr könnt die Menschen zu Jüngern bekehren und sie für euch arbeiten lassen. Setzt einen Dorfbewohner auf einem Feld ab. Setzt den Dorfbewohner jetzt auf dem Feld ab. Nein, das ist kein bekehrter Bauer. Das Lagerhaus ist bis unter das Dach mit Holz gefüllt, Herr. Gut gemacht. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Mach ich doch bereits. 0,2% böse, das ist schön. Also. Die Statuen auf dem Stadtzentrum stehen für die Bedürfnisse eurer Stadt. Ja, ich weiß. Sie zeigen euch, welche Gebäude die Menschen sich wünschen. Es ist sehr wichtig, dass eure Bürger zufrieden sind. Also erfüllt ihre Gebäudewünsche. Mhm. Ist Seht gut. Seht ihr das Korn auf dieser Statue? Nö. Offenbar haben die Menschen Hunger. Nö. Wollen sie Erz oder Holz, sagen sie es euch. Behaltet die Statue also im Auge. Aua, es tut doch weh. Die Höhe dieses Sockels zeigt an, wie gut oder böse du bist. An der Spitze lodert eine Flamme oder plätschert ein Brunnen. Die ganze Stadt verändert sich, um dir zu zeigen, ob du gut, böse oder neutral bist. Diese Statue zeigt die Bedürfnisse der Menschen an. Je höher die Statue ist, desto größer ist das jeweilige Bedürfnis eurer Untertanen. Diese Schriftrolle zeigt unter anderem an, wie beeindruckend eure Stadt ist, wie viele Bürger sie hat und wie zufrieden diese sind. Seht sie euch also regelmäßig an. Details erfahrt ihr, indem ihr eure Hand über die Statuen haltet und nicht bewegt. Aber ich will meine Hand bewegen. Oh. Euer Volk braucht Häuser. Bewegt eure Hand über das rotierende Gebäude und zieht es mit der Aktionstaste weg. Mach ich. Wir brauchen die richtigen Gebäude und Futter, um eine vernünftige Armee auszuheben. Ich meine. So. Ich komme auch nicht von meinem alten Schemata ab. Naja, egal. Setz die Hütte jetzt mit einem Klick ab. Sehr gut. Weiter so. Du kannst den Bau beschleunigen, indem du einen Baum auf das Gebäude fallen lässt. So, selbstverständlich werden wir das so bauen, dass wir hier alle zufrieden sind. Ihr könnt auch den Bauplan eines bestehenden Hauses verwenden. Ja, ich weiß. Bewegt eure Hand über das fertige Haus, haltet die Aktionstaste gedrückt und zieht den Bauplan weg. Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren, schüttelt einfach eure Hand. Legt den Baum jetzt über dem Fundament ab. Legt den Baum jetzt über dem Fundament ab. Legt den Baum jetzt über dem Fundament ab. Ja, okay. Seht ihr den Holzstapel? Nein. Eure Dorfbewohner bauen daraus das Haus. No shit, Sherlock.
Weiter so. Ja. Hetz mich nicht. Bau jetzt erstmal die Straße zum Lager aus. Dagegen kannst du machen, was du willst. Das ging mir zu schnell. Ich muss es natürlich auch immer so bauen, dass das gerade so hier. Wir können nicht auch klappt. Einige Baumeister bekehren, die an der Stadt weiterarbeiten. Ja, cool. Setzt einfach einen Dorfbewohner neben einer Baustelle ab. Bekehrt 3 Baumeister. Setzt den Dorfbewohner jetzt an einer Baustelle ab. Ich möchte das. Ausgezeichnet. Ein kleiner Bautrupp. Bekehrter Baumeister. Warte, wenn ich die hier drüber halte. Bekehrter Baumeister. Oh, sind unzufrieden. Na gut, sind ja auch alle obdachlos. Ist ja Bekehrter Baumeister. Irgendwie verständlich. Seid zufrieden. Beziehungsweise verbinde dich mit der Straße. Mach mal kein Baumenü, das ärgert mich. So, ich mache jetzt eben eine dicke Straße draus. Das ist eben die Dorfhauptstraße. So. Das passt schon. Nee, das ist zu weit weg. Das auch noch. Das sieht besser aus. Wunderschön. Weiter so. Ja. Hetz mich nicht. Weiter so. 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 Nervt das? Nein. Weiter so. Ich bin doch schon dabei am Rumweitern. Warum ich das eckig mache? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach. Ich kann immer was Neues ausprobieren. Alle 500 Jahre mal. Weiter so. Yay. Ich krieg das. Nein, doch. Nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Na und? Die Villen werden errichtet. Ich kümmere mich darum, dass das hier ein bisschen schöner aussieht. Rund um das Kreaturengehege. Das kleines Äffchen, was hier noch rumschläft. Das Haus ist fertig. Seht ihr, wie sich die Menschen freuen? Nö. Schau ich aktuell gerade nicht zu. So. Kann man da hinten eben nichts hin platzieren, ist mir egal. Hallo Dorf. Seht euch diese Stadt an. Sie ähnelt der unseren. Nö, finde ich nicht. Vor allem, wir haben Gehege, wir haben ein ordentliches Stadtzentrum, wir haben gebildete Leute, die sich in reiche Gewänder gekleidet haben. Wir haben ein Lagerhaus. Ist da jemand? Disciple Farmer. Das ist so lustig. Ach, ich lach mich schlapp. Juh, hier haben wir noch ein Schild. Die Schrift besagt, dass nur ein Narr dieselbe Taktik zweimal einsetzt. Aber da sind sie wieder. Poisoned. Ach ja, durch die Black Knight 2 Patches sind die Schilder so schön verbuggt. Kommen wir gleich. Ihr könnt auch selbst beim Bau der Gebäude helfen. Nö. Das ist Gottes Werk. Ja, ihr besorgt einfach Rohstoffe, die das Gebäude braucht. Haltet die Hand über das Gebäude, drückt die Aktionstaste und haltet sie gedrückt. Hexerei. Gottes Werk ist äußerst nützlich. Kostet euch aber einige Rohstoffe. Im Sinne von, kostet euch extra Rohstoffe, die euch nicht angezeigt werden. Und erst durch 5000 Mal probieren, kriegt ihr es überhaupt mit. Hm? Um mal Übersetzer zu spielen.
Nein, meine. Schon allein wegen der Überlebenden. Bauen. Ach, natürlich. Falle, die Alarm auslöst, sobald sich feindliche Einheiten oder Kreaturen nähern. Ist dies der Fall, ertönt eine Glocke und die Falle feuert Flammen ab. Ich glaube, ich habe mir den Ellenbogen gebrochen. Feindliche Kreatur! Bla! Bläh! Ich schlafe nur selten neben feindlichen Verteidigungsanlagen. Wanted to mimic you, so I sacrificed a villager. Mhm. Sie hat verstanden. Los, weiter. Dein Volk lässt dich wissen, welches Gebäude es sich wünscht. Achte auf die Mitte des Stadtzentrums. Klicke mit der Aktionstaste und bewege die Maus, um ein Gebäude zu errichten. Das hat er auch gerade erst gesagt. Mumble. T.E. Furious. See me, hä? Beardy? Ne, Beardy. Beardy? I'm your worst nightmare. Hähnekrähen, stets bei Sonnenaufgang. Diese geschickte Platzierung deiner Gebäude ist sehr wichtig. Experimentiere ein bisschen herum, um eine perfekte Stadt zu bauen. Ach ja, ich frage mich, wo die Texte herkommen. Einiges habe ich echt noch nicht gelesen. Unser Kleiner kämpft. Wie können Sie es wagen, Städte in meinem Land einzunehmen? Der zweite Teil ist vom Wikinger-Häuptling, das weiß ich. Yvonne, Total Death. Death. Ab und zu mache ich auf Erzfelsen, aber nicht so oft. Mumble. Das ist keine gute Idee. Diese Statue erhöht die Geburtenrate, denn Kinder sind das Senfkorn jeder Armee. Dann helfen wir mal mit. Wir sind ja gut. Plopp. Nehmen natürlich auch immer die Reste mit und geben es den anderen Häuserfundamenten, denn wir sind ja gut. Haben wir denn noch Schildchen? Ich würde auch gerne sehen, wie viel ich jetzt schon noch übrig habe. Aber ne, ja. Interessiert ja keinen. Hier unten ist nichts. Nix. Hier oben ist nix. Oh, und sonst so? Ich krieg dich. So sauer. Jo. Schon gewusst, Disciple Farmer. Schon gewusst, Disciple Farmer. Wiederhole ich mich? Schon gewusst? Bekehrter Bauer. Ja, verstehe ich. Ah, ich weiß, was ich machen wollte. Nicht Land überspringen. Ich wollte... Leiser ist aus. Muss ich das wahrscheinlich im Nachhinein nochmal im Lautsprechermenü machen, aber das kriege ich ja jetzt nicht hin, da sonst die Aufnahme abschmieren würde. Oh, was ist das denn? Schau, Player, how nice you think hell he is. Going to bed at home. Interessant. Gut, ihr habt vorerst genug Häuser gebaut. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Weiter so. Weiter so. Weiter so. Macht bitte so weiter. Ich habe immer noch das Gefühl, das ist das einzige Land, was in dem die Dorfbewohner... Wir müssen unsere Bevölkerung vergrößern. Mhm. Nun, da wir einige Brüder haben, wächst die Bevölkerung sicher bald auf 75 an. Natürlich. In dem die Einwohner noch selbstständig oder überhaupt Erzfelsen aufsammeln. Sonst machen die das eher ungerne. Geburtenrate ist hoch. Haben wir ja auch entsprechend viele Häuser, die leer stehen. Klickt auf die goldene Schriftrolle, wenn ihr mehr über die Werkzeugleiste erfahrt. Also gut, öffnen wir die Werkzeugleiste. Was ist das? Das ist die Werkzeugleiste. Gut, schließt sie mit einem weiteren Klick. Und was, wenn ich nicht will?
Zettel der Revolution an. Plop. Geht das erstmal einfach voll schräg hier durch? Ey, voll schräg, Junge. Ey. Oh, ich höre ja Plus. Ups. Öffnet sie nun wieder. Die Werkzeugleiste enthält verschiedene Menüs. Diese Menüs sind in Registerkarten unterteilt. Im Moment ist die Registerkarte Gebäude ausgewählt. Deshalb wird das Gebäudemenü angezeigt. Jedes Menü ist in Untermenüs unterteilt. Wir zeigen euch nun einige Techniken für erfahrene Götter. Drückt F4, um das Tributmenü zu öffnen. Magie. Das ist der coolste Teil des Menüs. Der Tribut ist sozusagen eine Währung. Ihr könnt davon beispielsweise neue Gebäude kaufen. Ihr könnt eure göttlichen Mächte stärken oder eure Stadt erweitern. Meistert ihr eine Herausforderung, erhaltet ihr einen Tribut. Yay. Im Moment haben wir Tribut im Überfluss. Genug, um einen Tempel zu bauen. Ich will nicht den Menschen löschen, ich will den Weg hier löschen. Tempel! Hat da jemand an den Preisen rumgespielt? Das sollte nicht so laufen. Ich muss da kurz nochmal nachgucken. Ihr könnt jetzt einen Tempel bauen. Das ist eine gute Sache. Eine wirklich gute Sache. Ja. Eure Stadt wird durch solch einen Bau beeindruckender. Wählt den Tempel im Gebäudemenü aus und setzt ihn in eurer Stadt ab. Mich ärgert das ein bisschen jetzt gerade schon. Warum sind die... Ich habe doch nichts verändert seit der letzten Aufnahme. Und theoretisch, wenn ich das gerade den kaputt habe und den Weg... Müsste es hinpassen. Yay! Klapp. Zum Bau einiger Gebäude wird Erz benötigt. Erz wird aus zwei Quellen gewonnen. Da hätten wir zum einen die Erzmine. Mhm. Ein Erzvorrat im Boden, den eure Dorfbewohner abtragen können. Es gibt auch Erzfelsen. Die Dorfbewohner können das Erz abtragen. Um Zeit zu sparen, solltest du aber selbst mit anpacken. Das ist wohl wahr. Und mit diesen Worten würde ich sagen... Melde ich mich gleich wieder zurück in im Part 2 dieser neuen guten Aufnahme, in der dann die Preise der ganzen Sachen hier auch mal stimmen. Denn ein Vulkanwunder sollte nicht 10.000 Mana kosten. Dingens. Ich habe anscheinend nicht alles geändert. Natürlich, die Verschönerung kostet immer noch so viel wie sonst was. Aber die Gebäude nicht mehr. Warum? Nein, kann ich überspringen. Nee. Neuen Spielstand. Gut, Wikinger 1. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich, je nachdem wie ihr es schaut. Tschüss.